Schwerpunkt dieses Präventionsprojektes ist die Fort- und Ausbildung von pädagogischen Fach- und Lehrkräften zu den Themen Ultranationalismus, Antisemitismus und Islamismus, speziell unter türkeistämmigen Jugendlichen. Bisher gibt es weder bildungspolitische noch pädagogische Konzepte und Strategien zur Behandlung dieser Themen im pädagogischen und schulischen Kontext. Und das, obwohl Wissenschaftler und pädagogische Fachkräfte seit Jahren Alarm schlagen. Die Vielfalt in unseren Klassen steigt. Der Landesdurchschnitt, was Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund anbelangt, liegt bei 40%. Wir werden nicht nur in Deutschland im Durchschnitt älter werden angesichts des demografischen Wandels, sondern wir werden weniger. Und während wir weniger werden, werden wir mehr Menschen mit Migrationshintergrund haben. Das heißt, wir werden auch vielfältiger. Und die Offenheit sollte für uns eine Chance sein. Diese Chance kann aber nur genutzt werden, wenn dieser Vielfalt pädagogische Fach- und Lehrkräfte gegenüberstehen, deren Aus- und Fortbildung dies reflektieren. Universitäten ist mein Verdacht, nach Gesprächen mit Lehramtsstudenten, läuft da eigentlich wenig. Ein Zusammenleben kann nur gestaltet werden, wenn man gemeinsame Werte entwickelt. Und daher haben wir auch eine Verantwortung, nicht nur gegenüber unseren eigenen Communities, sondern gegenüber der Gesamtgesellschaft. Unwissenheit, auch wenn nur in bestimmten Gebieten, kann zu Verunsicherungen führen. Anscheinend besonders in Bezug auf rechtsextremistische oder islamistische Äußerungen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Und viele Lehrer sind hilflos, viele Pädagogen sind hilflos. Sie wissen nicht, wie sie mit diesem Problem umgehen sollen. Nicht selten ist es aber auch die Angst vor der häufig geschwungenen Rassismuskeule, denen sie ausgesetzt sind. Ja, in meinem Unterricht sagte er, zwei türkische Schüler, die ständig Unterricht stören unter sich, nur türkisch essen. Was soll ich denn machen, hat er mich gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, du sollst auch verbieten, dass die auch unter sich türkisch sind und Regeln einhalten. Darf ich das? Da sagt er, ja, natürlich, das mache ich auch in meinem türkischen Unterricht. Ja, aufgrund der deutschen Geschichte hat sich in den letzten 50 Jahren auch hier in der Politik, in der Gesellschaft, hat sich eine politische Korrektheit herausgebildet, sodass man sich gar nicht traut, mit Themen auseinanderzusetzen, wie Nationalismus, Extremismus bei anderen ethnischen Gruppen. Und die haben so einen Mechanismus aufgebaut, dann melden sie sich sofort, wenn einer sich kritisch geäußert, wird in einer Ecke als Türkenfeind oder Ausländerfeind oder Islamfeind dargestellt. Das ist eine Sache, mit der kaum Lehrer wirklich umgehen kann, selbst wenn er so tut, als ob er damit umgehen kann. Er wird die Handlung, die dazu geführt hat, nicht wiederholen. Da fällt es uns leichter, weil niemand kann uns vorwerfen, wir wären ausländerfeindlich. Wir dürfen aus Angst vor möglicherweise Stigmatisierungen nicht unsere eigenen Werte und Grundwerte zur Disposition stellen. Und wenn er dann noch gefragt wird, ob er vielleicht von der Schulleitung, ob er dann Muslime provoziert hat vielleicht, dann wird er es umso mehr nicht mehr tun. Die Schulleitungen und vielleicht sogar die Kultusministerien brauchen auf gezielten Gebieten diese Fortbildungen auch, damit auf allen Ebenen vertikal an einem Strang gezogen werden kann, um diese gesellschaftlich äußerst wichtige Aufgabe erfolgreich angehen zu können. Das ist keine gute Erfahrung, wenn man merkt, als Lehrer, als Teil des Lehrerkollegiums, man hat keinen Rückhalt in der Schulleitung. Die Politiker nehmen den leichten Weg, pauschalisieren und geben nach.
wie unsicher die Politik und die Öffentlichkeit mit diesem Thema umgeht, ist, dass zum Beispiel die Stadtverwaltung in Köln gerade eine Untersuchung eingestellt hat, die sich gerade mit demokratiefeindlichen Tendenzen, Rechtsextremismus unter türkeistämmigen Jugendlichen befassen sollte. Und das hat man aus Gründen der politischen Korrektheit, hat man davon Abstand genommen. Das ist falsch. Als das alles anfing, sagen wir mal, wieder in der Mitte der 90er, wünschten muslimische Schüler Adventskränze. Heute dürfen sie das nicht mehr. Und es ist nur zu vermuten, dass der Einfluss aus den Moscheen kommt. Religion ist Glaubenssache, ist aber auch neutraler ausgedrückt, einfach Kultur und Geschichte. Und bei der anscheinend linear-logischen Wissenschaft entwickelt sich die Weltanschauung von Entdeckung zu großer Entdeckung wieder neu. Wenn Unterricht in diesen beiden Fächern von vornherein als neutrales, sich entwickelndes Wissen undogmatisch gelehrt wird, kann der Schüler lernen, selbstständig zu denken und sich für sein Weltbild selbst zu entscheiden. Jede Religion hat eine Schöpfungsgeschichte, an die natürlich jeder auch glauben darf und jeder soll. Aber er soll wissenschaftlich gebildet werden dürfen. Lehrer geworden bin, das war Mitte der 70er Jahre, hatte ich eigentlich die Vorstellung, dass mein Beruf sich in zwei Bereiche aufteilt. Davon ist heute einer übrig geblieben und das ist der Bildungsauftrag. Auf den zweiten Auftrag, den Schüler zu einem demokratisch mündigen Bürger zu erziehen, der die Rechte der Bundesrepublik achtet und die beziehen sich auf das Miteinander der Menschen, ist eigentlich wenig übrig geblieben. Wir haben einen staatlichen Auftrag und zu unserem staatlichen Auftrag gehört nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern auch Sozialkompetenz. Man hat einfach Angst, die Werte, die dazugehören, wenn man ein demokratischer Mensch werden will, ein demokratisch handelnder Mensch werden will, zu erwähnen, weil sie im Gegensatz zu stehen scheinen zu anderen Wertewelten. Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sind essentielle Fundamente der Demokratie. Frauenfeindliches, rechtsradikales oder religiös-extremistisches Gedankengut hingegen wirkt von Natur aus gegen demokratische Werte. Menschenrechte stellen keine Verhandlungsmasse dar. Ich glaube, das ist eine Errungenschaft, für die viele Menschen ihr Leben gelassen haben. In der europäischen Geschichte, aber auch in der Weltgeschichte. Und die Menschenrechte dürfen nicht Opfer einer falsch verstandenen Toleranz werden, sondern wir müssen selbstbewusst dazu stehen. Während der Rechtsextremismus und Faschismus in Deutschland weitgehend geächtet ist, ist zum Beispiel Nationalismus in den türkischen Communities eingebettet. Und das ist ein Riesenproblem und das fällt manchmal so in den Hintergrund oder wird gar nicht so wahrgenommen, aber es ist ein Riesenproblem. Und wir als eine Minderheit aus der Türkei, religiöse Minderheit, haben eine Erfahrung mit dem türkischen Nationalismus und Islamismus. Und da möchten wir natürlich auch hier in unserer neuen Heimat das bekämpfen, aktiv bekämpfen, damit wir das, was wir in der Türkei erlebt haben, in unserer Heimat, hier in Deutschland, in unserer neuen Heimat, nicht wieder erfahren. Willy Brandt sagte während der Wiedervereinigung, es wächst zusammen, was zusammengehört. Jetzt ist an der Zeit zu sagen, es muss zusammenwachsen, was schon so lange zusammenlebt. Uns geht es darum, dass wir vor allen Dingen im Bereich der Schulen und im Bildungsbereich insgesamt Sozialpädagogen, Lehrer ihnen ein Konzept geben, eine Handreichung geben, um mit diesem Thema richtig umzugehen. Musik
Wissen um Kultur und politische Ideologien können pädagogischen Fach- und Lehrkräften Selbstvertrauen geben zwischen positiver kultureller Vielfalt und antidemokratischer Indoktrination zu differenzieren. Selbst das offene Gespräch in Konfrontation kann die Verbindung zum Schüler wiederherstellen. Also da habe ich auf jeden Fall dann erkannt, wie wichtig es ist, dass ich selber auch als Lehrerin Fortbildung mache. Wobei der eine extrem fundamentalistisch ist, habe ich mit denen diskutiert und die haben mir dann wirklich gesagt, wie wichtig das für sie war, also dass sie, und das hat die so geehrt, dass ich mit denen da so lange mich auseinandergesetzt habe mit ihrer Meinung. Guckte ich rein, die Tafel war voll beschriftet und guckten sie hin und her und da kamen zwei Mädchen. Ja, wir haben das geschrieben, okay. MHP kann man auch mit der NPD auch sagen. Die haben auch ähnliche Ziele. Und da weigert sie sich, nein, wir sind nicht Nazis und so weiter. Ja, was wollen die denn? Was will die MHP oder die Grauen Wölfe? Die akzeptieren die Vielfalt in der Türkei nicht. Sind alle hier in der Klasse türkisch. Dann meldeten sich einer, ja, ich bin Kurde, ich bin Tscherkesse. Der eine sagte, ich bin Araber oder ein Alevit und so weiter. Dann kam es auch eine Diskussion zustande. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Frau Orban. Yaz tatili, Ayşe yaz tatilinde ne yapacak? Aber erschreckt. Nichts funktioniert, wenn nicht an einem Strang gezogen wird. So muss die Schulleitung, wenn ein Schüler einen Lehrer Ausländer oder Islamfeind schimpft, erkennen können, wenn dieser Schüler rechtsradikal oder ultranationalistisch ist und der Lehrer im Rahmen seines Auftrages demokratische Werte lehrt. Die alevitische Geschichte ist eine Geschichte von Verfolgung, Massakern und Pogromen. Und Deutschland war für uns eine Chance. Wir sind nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen, sondern aus politischen Gründen vor allen Dingen. Und in unserer neuen Heimat haben wir Anerkennung erfahren. Hier können wir frei unsere Religion, unsere Identität leben. Und da hat die alevitische Gemeinde Deutschland ein Zeichen gesetzt, wir wollten ein Zeichen setzen. Auch oder gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund haben einen Anspruch auf Aufklärung über rechtsradikales, antisemitisches und islamistisches Gedankengut im eigenen Milieu. Sie müssen zu selbstkritischen, selbstbewussten Individuen erzogen werden, die solchen Ideologien in den eigenen Reihen selbstbewusst die Stirn bieten. Das Wissen um antidemokratische Tendenzen unter Schülerinnen und Schülern, ganz egal, ob sie jetzt einen Migrationshintergrund haben oder nicht, sowie die Fähigkeit einer adäquaten pädagogischen Intervention sind wichtige Qualifikationsmerkmale. Deswegen werden wir im Rahmen unserer Schulungen nicht ausschließlich Problemlagen fokussieren, sondern konkrete Hilfestellungen anbieten. Sensibilisierung und Aufklärung. Wissens- und Informationsvermittlung. Empowerment. Prävention durch politische Bildung, Prävention durch Wertevermittlung, Demokratie und Demokratieerziehung als globale und lokale Herausforderung, Erlernen und Stärkung von Moderations- und Diskussionstechniken sowie Deeskalationsstrategien, Rollenspiele, Umdrehung von Realitäten, Forumtheater, Erarbeitung, Einsatz und Erprobung jugendspezifischer Materialien. Interkulturelles Training. Sensibilisierung für eigene Vorurteile. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, also die Kinder haben jetzt wunderbar die chemischen Formeln gelernt, sind aber alles Rassisten. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, und wir haben unsere pädagogische Arbeit erreicht oder haben die Ziele erreicht, weil die Kinder alle Vokabeln können, aber es sind Antisemiten oder Homophoben oder wie auch immer. Dann haben wir unsere Arbeit deutlich missverstanden.